Herzlich willkommen, alle miteinander, zum Video-Weihnachtskalender-Adventskalender, nenne ich es dieses Mal Adventskalender 2012. Ich weiß, ihr habt 2 Jahre lang drauf gewartet und das sollte das erste musikalische Einstimmungsstück für euch sein auf diesem wunderbaren 24-teiligen, mindestens 24-teiligen Weihnachtskalender. Ich habe tolle Ideen, ich habe Innovation, dass dieser Weihnachtskalender was wird. Ich habe jede Menge Aktionen für euch und ich habe dazugelernt. Letztes Jahr gab es keinen Kalender, nicht weil ich es nicht wollte, sondern weil YouTube meine Videos gesperrt hat. Also ich habe das erste Video gemacht, habe es hochgestellt und YouTube hat es andauernd gesperrt, weil ich am Anfang ein Lied als Hintergrund hatte, was urheberrechtlich geschützt war. Deshalb habe ich jetzt dieses bekannte Weihnachtslied etwas umgedichtet, melodiös, musikalisch, man hat es vielleicht gehört, es war dem O Tannenbaum sehr nah, aber ich habe ab und zu mal die Vorzeichen weggelassen, vielleicht auch deshalb, weil ich die Noten nicht hatte und es nur auf den Kopf gespielt hatte und nicht genau wusste, was ich spielen sollte. Ja, jedenfalls, heute ist der 1.12. Seid gespannt, wie gesagt. Video-Weihnachtskalender, was kann man da erwarten? Heute möchte ich euch eine Aufgabe schon geben, das, was ich eigentlich vorhin geplant hatte, ich nicht machen kann, weil ich etwas krank bin. Aber das tut ja nichts zur Sache. Also, ich bitte euch, ja, auch dich, auch du Martin, du brauchst jetzt nicht anfangen zu lachen, aber ich möchte, dass ihr kreativ werdet und sagen wir bis zum 20. Doch, sagen wir bis zum 20.12. möchte ich, dass ihr mir Weihnachtslyrik schickt. Also das heißt, ihr nehmt Stift und Zettel, schreibt da etwas drauf und könnt prosaisch etwas zu eurem Besten geben. Das schickt ihr dann mir und ich werde dann die Besten einfach selbst vortragen und den Rest werde ich einfach ins Internet hochstellen, damit das jeder lesen kann. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dass man es lesen kann, dann sagt Bescheid. Ja, wie ihr die Schriften mir zukommen lassen könnt, das überlege ich mir auch gerade. Ja, ich werde einfach eine E-Mail-Adresse, oder gebe ich euch meine E-Mail-Adresse? Ich werde eine E-Mail-Adresse auf alle Fälle da unten verlinken und die ihr dann diese Aufgabe, also euer literarisches Weihnachtsgedichtchen, Prosa, oder sonst was schicken könnt. Ja, das wird die erste Aufgabe für euch heute. Und damit ihr auch noch etwas Schönes habt, gibt es heute noch ein Interview. Also ich habe heute ein Interview geführt zu Weihnachten und erster Advent, das heißt schmücken. Schmücken. Also mein Zimmer ist sowieso schon schön geschmückt. Zum Beispiel habe ich da mein Hauspferdchen geschmückt. Und ich habe schon mein E-Piano geschmückt, aber das ist noch nicht alles. Man muss auch weihnachtlich schmücken. Und dazu habe ich letztes Jahr ein Räuchermännchen bekommen. Oh, ich hoffe, der Akku hält. Da ist das Räuchermännchen. Das wird jetzt geschmückt. Das muss ich jetzt irgendwie ans Fenster anbringen. Jedenfalls dieses Räuchermännchen ist ganz toll.
Das kann man nämlich einfach so an die Ecke stellen, dann räuchert es. Und es ist so ein PC-Teil und egal. Ja, und dazu gibt es noch so eine Lichterkette. Ja, und diese Lichterkette werde ich dann da ans Fenster anbringen. So, und während ich das jetzt bringe, könnt ihr jetzt das Interview schauen. Mats ab! Wir sind hier im Stube, also den Studentinnenrat der Universität Leipzig. Studentinnenrat ist die studentische Selbstverwaltung der Studentenschaft. Hallo! Und wir sind gerade live im Betrieb. Ja. Und ihr könnt uns helfen, also du kannst jetzt im gewissen Fall zu Weihnachten helfen. Ich habe da ein paar Fragen, aber vielleicht möchtest du dich erstmal vorher vorstellen. Ich bin Marika und bin im Stura Referentin. Hast du irgendwelche besonderen Eigenschaften, die dich auszeichnen dafür, dass du gewähltes Referat für FSR-Kommunikation bist? Ich habe Brüste. Und einen großen Hintern. Du weißt schon, das kommt auf YouTube und das erzählen auch vielleicht kleine Kinder. Ach so. Ich bin natürlich überdurchschnittlich intelligent. Ich habe eine übelst gute Kommunikation zwischen Fachschaftsräten. Ich habe viele Freunde und deswegen bin ich dafür prädestiniert, hier zu arbeiten. Stimmt das, dass du dich für die Wahl blond färben lassen, also die Haare blond färben lassen hast, nur damit du gewählt wirst? Nein, es ist ein Gerücht, das nur in der Bild verkündet worden. Dem möchte ich mich gerne entziehen. Aber ich habe dich doch im Minirock gesehen. Nein, Michael, das war auf einer anderen Seite mit einer anderen Person auf einer anderen Plattform. Ich habe dich mitgewählt, ich weiß, jedenfalls egal. Ja, heute ist jedenfalls der 1. Dezember, also heute ist sozusagen das erste Weihnachtstürchen und wir, ich mache halt so wie Weihnachtskalender, was denkst du nun, erster Kalender, was hast du denn da heute so drin gehabt und überhaupt? Nüft, wie wahrscheinlich 80 Millionen andere Deutsche, weil für die heute 30. ist. Was? Heute ist der 30. Du Trottel. Marika, ich wollte dich nur vorfilmen. Also ich filme dich vor, das sollen ja die anderen Leute nicht unbedingt wissen, dass ich das vorgefilmt habe, weil ich nicht jeden Tag um 4 Stunden Zeit habe. Drehbuch, wenn ja. Du mir's. Also tu einfach so, heute wäre der Erste. Ja, heute ist der Erste. Also ich hatte heute in meinem Türchen Glühwein und habe mich dann zugesoffen hier im Stura. Also ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass wir kleine Kinder zuschauen und wenn du eine gute Christin bist, dann hast du gerade gelogen. Achso, also ich hatte Schoki drin und ich habe hier dafür gegessen und dadurch habe ich jetzt total Glückshormone und kann jetzt hier super arbeiten. Ja, super. Was bedeutet für dich Weihnachten? Geschenke. Ja. Viele Geschenke. Nehmen als geben. Familie, Moral und so hast du gar nicht? Familie gibt mir auch Geschenke. Völlig zwecklos. Und Geld. Ja. Kommst du zu? Okay, die Zeit läuft wieder. Also wir wurden gerade unterbrochen, weil möchtest du das lernen, was wir gerade für technische Probleme hatten insgesamt? Mein Bruder ist einfach zu dumm. Er kann Kameras reparieren, aber nicht bedienen. Also mein ganzes Zimmer ist voll mit kaputten Kameras. Ich hatte selbst keine, deshalb hat mir meine Schwester ihre Kamera geborgt. Das Problem ist, sie hatte keine SD-Karte drin. Dann haben wir eine gefunden. Danach war aber der Akku alle und wir konnten nicht mehr so. Und jetzt ging die Kamera einfach aus, während wir aufgenommen haben. So, ja, möchtest du noch irgendwas sagen zu Weihnachten? Was erhoffst du dir von Weihnachten? Wie gesagt, Geschenke, natürlich auch viel moralische Beisammensein. Okay, ist ja vollkommen egal. Was erwartest du dir vom Weihnachtskalender? Also vom Video-Weihnachtskalender von mir? Wünschst du dir mal was? Neue technische Highlights. Jumper letztes Jahr war schon ziemlich geil. Habe ich jetzt übrigens im Fernsehen gesehen. Die Originalversion davon war natürlich deins besser. Dieses Mal wünsche ich mir Teleportation. Teleport, das ist dasselbe. Jump ist Teleport. Verdammt. Und da ist Florian. Ich wollte gerade, also ich dachte, ich wünsche dir Inhalt zum Beispiel. Inhalt. Ich könnte dann Flo fragen, ob er sich bei YouTube Inhalt outen möchte und er ein Interview mit mir machen möchte. Aber das frage ich ihn dann. Geht das nicht aus? Marika, wie geht das aus? Ich habe keine. Ich habe geschmückt. Da. Und da ist das Räuchermännchen. Und da ist meine Weihnachtspalme. An dieser Stelle möchte ich mich von dem Gesagten in dem Interview distanzieren. Einige Worte, die davor kamen. Punkt. Wie dem auch sei. Ja, leider kommt dieses Video auch wieder erst morgen gegen Mittag. Weil ich diese Interviewdatei dann in der Uni habe. Aber das ist ja egal. Zumindest habe ich. Egal. Das geht euch ja gar nichts an. Ich möchte euch noch den Weihnachtsschrank hier vorstellen. Ich habe so einen Schrank, wie sagt man, Hall of Fame. Ja. Und in diesem Hall of Fame sind aber irgendwie nur Weihnachtssachen drin. Also überwiegend Weihnachtssachen. Wir fangen mal oben an.
Da. Da ist so Weihnachtszeugs. Ich glaube, das ist zu dunkel. Da ist Weihnachtszeug, da ist Weihnachtszeug, da ist Weihnachtszeug, da ist Weihnachtszeugs. Das ist eine Hochzeit gewesen. Moment. Da ist so Weihnachtszeugs. Das nicht. Aber hier ist noch Weihnachtszeugs. Da, dieser komische Bär. Hier ist Weihnachtstee. Nee, das habe ich. Wann habe ich das gewonnen? Hier, Zug und. Oh, Zug und Zug. Hahaha. Na, wer erinnert sich von euch noch an Zug um Zug? Ich höre euch nicht. Lauter. Egal. Und hier unten sind auch noch so Weihnachtssachen versteckt. Zum Beispiel diese Kiste, die ich mal zurückgeben sollte, der Anna Pücker. Und hier so Weihnachtsstern und Krippen. Krippenspiel. Oh, das könnte ich eigentlich auch irgendwo aufhängen. Aufstellen. Also ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Wie gesagt, das ist der erste Kalender. Wenn ihr noch nicht wisst, was dieser Videokalender bedeutet oder dass es den gab und was ich letzten Jahre gemacht habe, dann klickt doch mal in anderen Videos. Moment, hier muss ich überlegen. Da, klickt mal in anderen Weihnachtsvideos mal da an, von vor 2 Jahren. Schaut euch das an, dann wisst ihr ungefähr, was euch erwarten könnte. Aber dieses Jahr wird alles anders. Wahrscheinlich. In diesem Sinne, bis zum 2. Dezember, nicht Advent, Dezember. Und ich möchte euch zum Ende noch was vorspielen. Nein, natürlich nicht. Ich möchte euch nicht ganz Zeit quälen. Also, ich könnte euch eigentlich noch stundenlang vollquatschen. Das würde ich eigentlich vielleicht machen. Wenn ich euch jetzt vollquatsche, dann schaut ihr vielleicht anderen Videos nicht mehr. Da brauche ich mir dann ab dem 3. Video keine Mühe machen, wenn ich weiß, es klickt nur einer was an. Also ich könnte zum Beispiel jeden Tag mal mein Zimmer ein bisschen vorstellen. So 24 Dinge meines Zimmers, die anders sind als bei allen anderen. Ja, dann fange ich einfach mal mit der ältesten Sache einfach in meine. Ja, ich überlege gerade. Ja, die älteste Sache in meinem Zimmer. Das ist. Da. Dieses. Oh, Porträt. Das habe ich vor 4 Jahren mal gemalt mit Edding auf Folie, auf Tapezierfolie. Also so Folie, die man so macht, damit nichts kleckert und so und überhaupt. Also nichts, wo man streicht, wo dann runter kleckert und dann drauf und überhaupt. Ja. Und darunter steht ein Spruch, der so viel heißt, manchmal will man so viel sagen, man weiß aber nicht wie. Und dann zieht man nur einen Strich und sagt damit alles. Ja, der Akku wird gleich alle gehen. Jedenfalls, der sah mein Zimmer ziemlich groß aus. Ich habe es mit einer Leiter gemalt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dafür jahrelang geübt. Ich habe immer in der Uni so kleine Zeichnungen gemacht in der Vorlesung, wenn ich Langeweile hatte. Irgendwie habe ich bei jeder Vorlesung, jedem Seminar, jeder Übung so eine Zeichnung gemacht. Und so ist das Bild entstanden. Das da. Es soll eigentlich ein Mond sein mit zwei Bäumen und eine Bank und so ein bisschen Nacht. Deshalb sieht man da Sterne und Hügel und das soll so Lichtreflexion, also der Mondschein so sein. Manche sagten aber auch, das kann nur Sonnenaufgang sein. Oder einer meinte, das ist ein Riesenmann mit 2 Augen und sehr, sehr, ja, anders. Ja, der vielleicht raucht oder so. Keine Ahnung, der gerade Sterne sieht. Ich weiß es nicht. Ja, also das war die Sache meines Zimmers. Oh, und schon haben wir ein neues Feature gemeinsam entwickelt. Oh, ist das nicht super? So, jetzt werde ich euch jeden Tag nicht nur vollquatschen mit irgendwelchen Dingen und Aktionen und euch was... Aktionen wollte ich sagen, aber leider hat der Akku oder die Kamera oder die Speicherkarte gerade versagt. Das ist sehr, sehr schade, deshalb noch mal ein 3. Take. Das ist heute alles sehr spontan. Die anderen werden natürlich besser. In diesem Sinne, einen frohen 1. Dezember. Ja, ich lasse die Zeit jetzt einfach ablaufen, bis die Kamera wieder ausgeht.